Hallo und herzlich willkommen aus dem Bergischen Land. Hier am Fuße des Homburger Schlosses möchte ich eine dreiteilige Wanderserie starten. Diese Wanderserie heißt Nümbrechter Schlossblicke und alle drei Wanderungen starten hier am Nümbrechter Schloss. Alle drei Wanderungen verlaufen auch um das Nümbrechter Schloss. Und die erste Route, die ich heute laufen möchte, ist die sogenannte Haferspanienroute. Diese Haferspanienroute ist etwa 10,5 Kilometer lang und verläuft zuerst durch Elsenroth, anschließend durch Huppichteroth und dann geht es nachher durch das Bierenbachtal und durch das Stockholmer Bachtal. Auf diesen 10,5 Kilometern hat man drei sehr schöne Punkte, von denen man aus das Homburger Schloss sehen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich begleitet und im Anschluss vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar oder ein Like da lasst. Wir sind jetzt gerade durch einen kleinen Ort gekommen. Auf dem gelben Ortsschild stand Stockheim. Das heißt also, dass wir den Wanderweg genau in der entgegengesetzten Richtung als eigentlich beschrieben oder angekündigt gehen. Aber das macht ja gar nichts, denn die Ausblicke auf das Homburger Schloss sind ja trotzdem erhalten. Einfach nur in einer anderen Reihenfolge. Das macht ja also gar nichts. Bisher muss ich sagen, gefällt mir der Weg richtig gut. Man hat hier schöne Ausblicke über das Bergische Land. Es ist angenehm warm und man kann schön entspannt hier laufen. Also das gefällt mir richtig gut. Ich freue mich, dass es so schönes Wetter ist. Eben war ich geblendet, jetzt ist die Kamera so ein bisschen geblendet. Ja, wir sind jetzt, ich vermute mal, auf dem Hüben da angekommen, am kleinen Hügel hier. Und da hinten oben am Horizont kann man so ganz leicht herausragend aus dem Wald das Homburger Schloss sehen. Also das müsste jetzt einer von diesen Schlossblicken sein. Also mit Gegenlicht wirklich sehr, sehr schwierig zu erkennen. Naja, wenn man kein Gegenlicht hat, ist es wahrscheinlich einfacher zu erkennen. Aber trotzdem gefällt mir der Blick von hier sehr, sehr gut. Yeah, I need you, I need you.
Ja, jetzt sind wir ja gerade in Abbenrot angekommen. Das verlassen wir auch schon wieder und weiter geht's Richtung Stockheim. Wobei wir jetzt nicht hier gerade den Berg runterlaufen werden, sondern jetzt hier nach rechts über die Höhe laufen werden. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Ja, mittlerweile sind wir durch Elsenrode durchgelaufen. Hier hinter mir, da unten irgendwo im Tal, sieht man vielleicht noch das Stück von einer Straße. Die mussten wir eben überqueren und ein Stück entlang laufen. Gott sei Dank war jetzt der Verkehr nicht ganz so dramatisch. Insofern war das kein Problem. Ist ein bisschen schade, aber naja, gut. Kann man, glaube ich, verschmerzen bei den schönen Ausblicken, die man sonst hat, wenn man hier auf dieser Route geht. Ja, es geht jetzt hier noch ein Stück den Berg rauf, dann wieder runter und dann ist auch schon das Auto und Schloss Homburg in Sicht. Ja, hier an der Stelle bin ich eben schon mal vorbeigekommen. Das ist nämlich die Holsteinsmühle. Das ist einer der Highlightpunkte auch hier auf dem Weg. Ja, wenn man nicht oben am Homburger Schloss parken möchte, dann kann man natürlich auch hier hinfahren und das Auto hier abstellen und dann einfach eine Runde laufen. Ich laufe jetzt hier wieder und dann das erste Stück, was ich eben den Berg runtergelaufen bin, das muss ich jetzt noch mal gerade eben rauflaufen und dann bin ich auch schon wieder am Parkplatz bzw. am Homburger Schloss. Ja, kleines Fazit, ein sehr schöner Weg, ein sehr sonnenreicher Weg, ein sehr aussichtsreicher Weg und man kann auch wirklich sehr, sehr schön von mehreren Punkten aus das Homburger Schloss anschauen und insofern muss ich sagen, ist das ein Weg, der sich auf jeden Fall lohnt. Ich würde allerdings empfehlen, man sollte den Weg nur bei gutem Wetter gehen, denn dann ist auch die Fernsicht da, sodass man diese Schlossblicke genießen kann. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf den nächsten beiden Touren begleitet. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.